Ja, wir müssen hier, denke ich mal, rauf. Irgendwie. Ich weiß nicht, wo wir da hinkommen werden. Weil hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Eine Feder. GG. Wobei, wir sind, glaube ich, jetzt höher als am Anfang. Beziehungsweise während des ganzen Spiels waren wir noch nicht so hoch, glaube ich. Ja. Nice. Man hört es auch so ein bisschen am Wind, glaube ich. Dass man relativ weit oben ist. Auch wenn ich volle Leben habe, irgendwie, ich fresse diese Viecher so gern. Das ist, erinnert mich auch so ein bisschen an Gags. Da muss man ja auch immer die kleinen Fliegen fressen und so. Das hat mir sehr gefallen. Hm. Ja, wir könnten natürlich da, wir könnten uns jetzt wieder versuchen, da hoch zu glitschen, aber... Oh, das ist unser Kanonenfreund. Kennen wir dich? Hallo, ich bin Blasto. Vielleicht kennt ihr meinen Bruder Blasto. Er hat eine große Klappe und legt Kanonenkugeln zum Tee. Wie dem auch sei, gerade auf meinen Kopf könntet ihr mir einen Gefallen tun. Seht ihr meine vier Freunde da drüben? Sie haben heute Geburtstag. Wow. Wir haben heute Geburtstag. Ich hoffe, ihr könnt mir helfen, die Geschenke zu liefern. Sie sehen nicht besonders freundlich aus. Ich glaube, einer von ihnen hat dir gerade die Zunge rausgestreckt. Nein, nein, wir sind beste Freunde. Könnt ihr mir bitte einen kleinen Klaps auf die Rücken geben, damit ich diese wundervollen Geschenke abliefern kann? Ja, klar. Klein Blastui, wir helfen gern. Ja, Frank, könnt ihr mir bitte eine kleine Klappe am Rücken geben, damit ich diese wundervollen Geschenke abliefern kann? Ah, ja, das sagtest du zum Glück gerade. Okay, so. Achso, hier oben wahrscheinlich drauf, ne? Oh, auf dem Rücken, ja. Oh, direkt in sein dummes Gesicht. Oh, zwei auf einen Streich. Einfach weil es können. Wer hat das gesehen, wenn ich genau Google freunde? Worms, das ist das letzte Mal, dass sie sich über mich lustig machen. Lass es verschwinden, Yuga. Der Typ ist nicht ganz dicht. Ich habe übrigens wirklich ein Geschenk hier oben. Das ist so, falls ihr es haben wollt. Ja, wir werden es finden, Blastoise. Und wünsche dir noch einen entspannten Tag. Das war so klar. Ein Bart voll in sein dummes Gesicht. Sehr gut, sehr, sehr gut. Okay. Gut, dass ich dann nicht daneben gesprungen bin gerade. Das hätte mich leicht aufgeregt. Aber nur leicht. Prima, du hast ein neues Tonikum freigeschaltet. Ich komme mich mal besuchen, Darling. Aber sowas von, Lady. Aber ja, später. Schade, ich hab gedacht, da kommt so eine Nachricht von wegen, ey, geil, du bist richtig cool, du hast alles eingesammelt, was es gibt. Federn. Prima, du hast ein neues Tonikum freigeschaltet. Komm ich mal besuchen. Schon wieder. Okay, das war vielleicht ein bisschen dumm. Ja, nicht nur ein bisschen. Ich sehe es ein. Okay, so kommen wir da wahrscheinlich rauf. Ich möchte nur mal raufgehen, weil ich habe so das Gefühl, dass das nicht alles war. Das ist noch bestimmt noch irgendwo 1, 2, 3 Federn versteckt oder so ein Quatsch. Das andere Ding war für Energie, ne? Haben wir jetzt wirklich einen größeren Balken oder verbrauchen wir jetzt weniger? Ich kann das jetzt gerade so gar nicht wirklich sagen. Sieht danach aus, als gäbe es hier nichts mehr, oder? Nö. Was? Okay. Das war eine dumme Idee. Hab verstanden. Schön wäre es natürlich, hätte man jetzt da unten Wasser. Und ich Eis. Wie kommen wir denn da jetzt runter am besten? Ohne, dass ich den ganzen Weg wieder runterlatschen muss. Hm.
Ja. Ja. Ab geht's, wir versuchen es einfach. Flieg, flieg! Oh, wir werden im Wasser gelandet. Wir werden auf jeden Fall im Wasser gelandet. Das ist schon mal was Gutes. Wäre cool gewesen, auf jeden Fall. Wir haben hundertprozentig haben wir genau hier auf dem Turm irgendwo Federn übersehen. Hundertprozentig, das ist mir so klar. Wir können auf jeden Fall noch in den Turm rein. Das weiß ich. Wir können auf jeden Fall noch in den Turm rein. Frage stellt sich nur, ist das jetzt nötig? Beziehungsweise nö, damit, da kommen wir ja noch. Können wir ja noch nichts machen, da uns ja eine Fähigkeit fehlt. Denke ich jedenfalls mal. Au. Oh. Nicht euer Ernst. Diese kleinen Mistviecher, von denen echt einmal getroffen zu werden, das ist büß unangenehm. Nope, 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 nope. Okay. Hm. Man kann natürlich den Berg auch irgendwie relativ gut so erklimmen. ja. Ja, ja, ja. Gut, wir gucken nochmal nach. Was fehlt das denn jetzt hier noch? Uns fehlt hier 6 Seiten noch. Also eine ist da drin, das ist klar. Uns fehlt noch ein Herz. Und uns fehlen noch 23 Federn. Nice. 23 Federn. Dürfte hier nicht mehr viel sein. Genau, wir können noch einmal dem Wasser quasi, ja, folgen. Quasi. Ich wollte schon wieder quasi sagen. Ich sage einfach quasi. Und da unter ist ja noch diese kleine Höhle. Ich habe mich gerade daran erinnert, dass man die ansprechen kann, die Viecher. Und somit... Hier. Ja, und somit kann man dann natürlich nochmal nachgucken, wie man hier die Seite bekommt. Das den Peggy? Das Peggy? Ich weiß es gerade gar nicht. The Peggy. Hm. Wir hatten den schon angesprochen, ne? Deswegen geht das nicht mehr. Gut. Gut. Das ist natürlich schön. Hm. Wäre auch zu einfach gewesen. Oh, man. Ja, dieses Gefühl, wenn man weiß, dass hier ein Peggy ist und nicht rankommen. Oh. Wieso leuchten die so? Wegen dem Feuer? Wegen dem Feuer, oder? Ah, die Reflexion quasi. Ah, ja, 6 Seiten noch. Das ist auf jeden Fall die eine und eine ist auf jeden Fall noch in der Höhle drin, für die wir diese Fähigkeit brauchen. Das heißt, wo 2 sind, weiß ich noch. Aber dann hört es auch schon auf. Das hier bleibt natürlich Wasser. Können wir vielleicht in so eine Höhle rein? Tatsächlich. Ich glaube, hier waren wir noch nicht drin, oder? Oh, ist das schlecht. Oh, ist das schlecht. Was? Wir kommen einfach so wieder raus. Hä? Tatsächlich. Gibt es hier auch noch irgendwie so ein Rätsel? Rechts. Mitte nicht, links eventuell. Wobei, sicherlich auch nicht, aber... Hm? Aber links reingehen, kommen wir rechts wieder raus. Hm. Okay, da vielleicht... Ist ja irgendwas drin. Können wir von der Seite hier noch was sehen? Hm. Könnte sein, oder? Ich meine, groß genug wäre es dafür. Wie sieht's denn hier aus? Ist hier noch irgendwas? Ich habe das Gefühl, dass das... Mhm. Dass das Spiel nämlich sehr, sehr fies ist. Ja. Ist es auch.
Ist es auch, definitiv. Es war so klar. Es war so klar, dass dort irgendwo noch, dass da noch irgendwas ist. Ich habe natürlich eher mit einem Peggy gehofft. An einen Peggy gedacht. Aber irgendwie dann doch nicht. Ja, da unten waren wir auch schon. Ich glaube, da können wir jetzt gar nichts mehr machen, oder? Wir können natürlich noch mit der Dame da mal sprechen. Eventuell. Oh, yeah. Geil. So, was hast du denn Schönes für uns? Oh, wir kommen zurück. Ich werde, ihr werdet alle meine Tunika im 0,6 freigeschaltet haben. Oh, ich mag die. Ich finde sie irgendwie süß. Okay, upsala, was ist das? Sammle der Feder mit Yukas Echsenpeitsche. Toll. Was war's? Also, spüre, wenn seltene Objekte in der Nähe sind. Das finde ich cool. Das behalten wir auf jeden Fall. Und Rollen verbrauchen weniger Energie. Nö, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Wir machen das. Wir nehmen das auf jeden Fall. Mit dem Tonikum solltet ihr leichter vorankommen. Ja. 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 Wir können natürlich jetzt mal einmal so am Wasser vorbeigehen, quasi. Aber da war es wieder, das quasi. Meine Sprachfehler. Die sind wirklich hässlich. Oh, ich finde das Geräusch süß. Ich finde das richtig niedlich. Oh, ist da ein Loch? Das ist ein Loch. Hallöchen. Was ist das? Wow, Lily, schau dir diesen geheimnisvollen Piratenschatz an. Ich frage mich, ob es in den anderen Großwäldern mehr zu finden gibt. Bestimmt. Aber was war das? Ich bin gerade leicht erschrocken. Ja. Ich glaube. Kamera hat sich gerade komisch gedreht. Okay, wir gehen mal hier oben rauf. Können wir nochmal nachgucken, ob wir vielleicht irgendwo etwas sich Bewegendes finden oder so. Ja, nice. Wenn man vom Teufel spricht. Kommt und holt dich wirklich. Laguna. Rauf. Ich meine, es ist unsichtbar, aber man kann dann trotzdem durchfallen. Obwohl es eigentlich wirklich nur unsichtbar ist. Ist auf der Zwischeninsel noch was? Eventuell. Weißt du, was ich meine? Dahinter oder sowas? Da gehen wir gleich auch noch hin. Da gehen wir auch gleich noch hin. Hier unten. Sieht mir wie eine schöne Fläche aus, oder? Ich glaube, ich bin jetzt nicht jemand totgejumpt. Doch, bin ich. Warte, vielleicht kommen wir da ja wieder rüber. Ja. Okay, gut. Naja, Mann, ja. Ich bin ein bisschen neugierig, ich weiß. Gut, ich habe natürlich jetzt wieder nicht mitgesehen, wie viele Federn uns noch fehlen, aber es sind auf jeden Fall einige, ne? Ich glaube, müssen nur so um die 20 sein oder sowas. Da unten ist jedenfalls nichts. Ja, das können wir doch hier nicht noch lang gehen, oder? Also, das ist da locker noch irgendwas. Nee, da kommen wir nicht mehr hoch. Hier? Können wir sehen? Hallo? Können wir was sehen? Nee. Nö.
Okay, hier ist also auch nichts mehr. Hm. Ich meine, das müssten ja oder werden sicherlich noch ein paar Federn in der Höhle sein. Wo wir unsichtbar sein müssen. Irgendein Rätsel wird es ja auch noch mit der Wolke auf sich haben. Weil wir können ja wir können ja alles vereisen und wir können ja auch Wasser laufen lassen. Das klingt eben komisch. Und eins davon wird auf jeden Fall. Ja, das muss ja irgendwie einen Sinn haben. Irgendwas muss man damit machen können. Dementsprechend. Müssen wir damit ja auch noch irgendwas machen. Da oben. Ah, da ist ja schon die Feder. Hallöchen. Gut, dann gehen wir erstmal kurz noch da nach oben. Und nachdem wir die Feder eingesammelt haben, würde ich sagen, gehen wir dann auch in das nächste Level. Und wir gehen dann zurück, wenn wir unsichtbar sind. Quatsch, wenn wir unsichtbar werden können. Dass wir dann, ich sag mal, mehr oder weniger alle Fähigkeiten haben. Beziehungsweise alle nötigen Fähigkeiten hier für dieses Level. Glaube ich jedenfalls. Das ist das, was wir dann alle haben. Ja, wie kommen wir denn da jetzt rauf? Hier irgendwie so. Hallo hier. Und. Yeah! Ah, hier sind sogar mehrere Federn. Und da ist wieder das Schild. Okay, erstmal sagen wir die Federn hier ein. Mann, ist alle. Da oben ist eine Seite. Da fliegt quasi ein Peggy. Und da oben sind, warum auch immer, Schmetterlinge. Nee, so kommen wir da. So kommen wir da nicht rauf. Wir sprechen jetzt mal Schildern. Moin, moin. Gut, ihr seid sicher die Müllmänner. Müllmänner. Naja, eigentlich. Schaut euch an, wie blank es da aussieht. Überall fliegt Müll herum. Und zwar von der schlimmsten Sorte. Ja, aber habt ihr eine Ahnung, wie schwer es ist, auf dem heutigen Immobilienmarkt eine alte Dachwohnung noch zu werden? Verdammt schwer. Vor allem mit altem Müll. Auf Lieder nicht hoch und räumt den Müll auf. Euer komischer lila Staubsauger hat doch sicher eine lange Verlängerungsschnur. Na komm, Layli, lass uns aufräumen. Ja, wie soll man denn da jetzt rankommen? Kann man irgendwie. Wahrscheinlich noch eine Fähigkeit, oder? Wir können natürlich mal ausprobieren, ob wir mit. Irgendwie. So raufkommen. Naja, ein Versuch war es wert, oder? Geht schon weit oben. Kommen da weiter runter, das Peggy? Nö, oder? Nee, das ist immer noch so weit oben. Dann denke ich, dass wir dort erst raufkommen, wenn wir noch eine Fähigkeit haben. Quasi, ja, fliegen oder sowas. Oder vom Wind gleiten lassen. Irgendwie so in diese Richtung. Oder eventuell so. Ne. Das wäre zu einfach gewesen, glaube ich. So, die war schon wieder drum. Drumherum. Wir versuchen es nochmal. Per Hochjumpen oder so. Nee, da kommen wir nicht ran. Dafür sind wir immer noch zu klein. Ja, und da hinten kommen wir ja auch niemals rüber. LOL! Nein. Irgendwie, warte mal.
Wieso kommen wir hier nicht rauf? Das ist, glaube ich, sogar die Ecke, die man nutzen müsste dafür. Okay, mal ganz an den Rand gehen. Aha! Ob man das wirklich so machen muss? Ich weiß es nicht. Werden wir ja später sehen, wenn wir da noch eine Fähigkeit haben oder sowas. Yeah. Perfect. Es ist zu einfach, das Spiel. Jetzt habe ich hier die große Fresse, ne? Aber später. Später. Okay. Wo war das? Der Anfang? Der Lüstart, der war doch. War nicht irgendwo da? Da runter. Ah, okay, hab ich. Denn wir gehen jetzt quasi. Ja, doch, quasi. Warum habe ich da jetzt ein quasi rein? Das ist genauso dumm wie die Leute, die immer überall einen Halt reinhauen. Ja, das. Da kommst du halt her und bringst halt Pizza mit. Warum haut man da Hals rein? Wieso hau ich überall einen quasi rein? Das ist doch. Das ist. Oh. Dieses Gefühl, wenn man einfach nicht weiß, was man sagen soll. Schlimm. Traurig.